Eigentlich bin ich ein umweltbewusster Mensch. Ich versuche, Energie zu sparen, fahre so oft wie möglich mit dem Fahrrad, jedenfalls bei gutem Wetter. Und ich kaufe meistens Bioprodukte. Doch es fühlt sich zunehmend falsch an, wenn ich Fleisch oder importierte Lebensmittel esse. Oder wenn ich überlege, ob ich mir ein neues Handy kaufe, das mehr kann. Ganz zu schweigen von der Menge an Plastikverpackungen, die ich jede Woche entsorge. Wie klimaschädlich ist mein Lebensstil eigentlich? Ich berechne meinen CO2-Ausstoß. Es ist erschütternd. 2,5 Tonnen pro Kopf wären mit den Klimaschutzzielen vereinbar. Meine persönliche Bilanz: über 9 Tonnen CO2 im Jahr. Immerhin liege ich damit noch unter dem deutschen Durchschnitt von 11 Tonnen. Ich möchte meinen ökologischen Fußabdruck verkleinern. Ist das möglich, ohne Verlust an Lebensqualität? Unseren Lebensstil werden wir schon ändern müssen. Doch von der Vorstellung, jederzeit alles haben zu können, wollen wir uns offensichtlich nicht trennen. Neue, bessere Produkte ersetzen die alten in immer kürzeren Abständen. Schließlich braucht unsere Wirtschaft stetiges Wachstum. An diesem Glaubenssatz halten wir fest. Auch wenn steigende Wachstumsraten mit Müllbergen, Klimabelastung und Verschwendung von Ressourcen einhergehen. Nur wenn wir immer mehr verbrauchen, wächst das Bruttoinlandsprodukt. Doch ist die Anhäufung von Waren und Dienstleistungen wirklich ein guter Maßstab für Wohlstand und Glück? Oder verbauen wir uns mit wachsendem Konsum und zunehmender Mobilität die Chance auf ein gutes Leben auch in der Zukunft? Welche Alternativen gibt es? Auf der Suche nach Antworten begebe ich mich auf eine Reise.